Hallo Germeringer. Hallo Germeringer. Hallo Germeringer. Hallo Germeringer. Hallo Germeringer. Ich begrüße euch zum Interviewprojekt 101 Germeringer. Heute treffen wir. Geschwenkt, ja. Und das war dann in der Summe Halbmond und norwegische Fahne. Ein großes Projekt oder eine relativ große Sache, das ist ein Wandbild, die Wassertrinkerin. Die hat gesagt, ich kann nicht einfach mit dem Auto nach Moskau fahren, das geht gar nicht. Es war doch ganz nett, wenn wir vielleicht eine Stripperin da hätten. Franz Rubner war begeistert von dieser Idee, das filmisch festzuhalten. Es war damals Krieg. Und gesagt, wie kommen Sie dazu, diese Bilder auszustellen? Die gehören ja verbrannt. Und da hat's klasse. Also es war kunterbunt und es war genau das, was ich wollte. Und ich gesagt, hat gesagt, endlich eine Hafenschülerin, aber haben Sie auch eine Harfe? Aber ich bin dann eben bei dem Lions Club ein paar Mal dabei gewesen. Im Jahr Urlauben. Ich war dann in Kuba, da ist auch dieser wunderbare Hut her. Und haben dann bei mir zu Hause ein bisschen Halligalli gemacht. Was ist das denn? Oh, das ist der sogenannte Golfschläger. Dann bin glücklich. Ich und wenn jetzt die Frauen so glücklich sind, und dann können sie bestimmt auch glückliche Kinder erziehen. Und ich habe letztes Jahr mein 200. Knie rehabilitiert. Und hatte zum Teil die drei Bademeister für mich ganz allein. Und wir hatten so ein Paddel noch nie in der Hand. Und hat dann plötzlich angefangen zu sagen, und der Hafenpfofen. Die haben rumgeplärrt, als Teufel komm raus, auf Russisch. Da dachte ich mir, ja, das könnte jetzt ein Zeichen sein und machst halt doch Spanisch. Und dann bin ich weggegangen. Und so erinnerte ich mich an die Episode mit der Polizei. Und dann haben wir in unsere Autos den ganzen Parmaschinken verstaut, was man so für alles. Der Nikolaus, der sie in ihrer Schulstube besuchte, der war schlicht und einfach ich. Ich hoffe auch für eine Zukunft, weil für mich ist Germering mein Zuhause geworden. Und ja, der Schock kam erst, wie wir in den Zimmern waren. Ein Wahnsinn. Ich war wieder angekommen in Germering. Abend war keine Cola drin, sondern Whisky. Wir wurden gewonnen. Wir waren mit 8:0 Punkten Tabellenführer. Da ist Menschen zu zeigen, wie Gott ist. Und das ist dazu eine alte Schellackplatte. Ja. Mit dem Kopf gegen Telegrafenmast gefallen und war sofort tot. Ich war also mir ist wichtig, dass sich in Germering was bewegt und die Jugend. Der ist der erste Lions Club, der Italienisch spricht. Aber im Waggon selber war natürlich die Hölle los. Wir wurden verhaftet, weil wir Spione von Pakistan sind. Die Rehe, die sterben ja sowieso aus. Dann waren alle Hühner besoffen und sind umgefallen. Auch hier mein kleiner Schnuckisee. Geboren will, war natürlich der Vergleich Jesus und Django unglaublich. Beruhigen Sie sich, es ist kein Mord geschehen in Germering. Sondern da werden wir auf jeden Fall am Weltcup erhalten bleiben. Hat es ein Pedal durch die Pfote getroffen? Das war dann schon so eine saugeile Rolle, wo ich dann echt. Um 18.15 Uhr kam die Erlösung. Diesen Klang des Glücks bauen. Ich hab mich geschämt wie eine Sau. Aber wir haben doch 9.9. im Vertrag drin stehen. Und sind dann in unsere Prinzenpaar-Saison gestartet. Und es gab den Flitterabend mit dem Michael Schanze. Also, ich mache mich auf und werde Musiktextautor. Auch der Besuch in Yad Vashem und das Gespräch. Und dann haben wir halt am 1. Mai den Maibaum aufgestellt. Der Herr gerufen hat, schon nicht, Herr Dürr. Ja, also war es nicht so. Kolmhoffs fuhren da furchtbar gerne hin. Zumindest den olympischen Gedanken mitzuleben. Wie am ersten Tag, ich liebe dich über alles, meine kleine Babymaus. Kommunalpolitik, also die Politik vor Ort, angehen und kochen. Ne, ich bin nicht morbid, nee, aber. Später und ich habe vor einigen Jahren auch Molche angesiedelt. Dass es sich tatsächlich um eine Original-Königskutsche handeln musste. Germering, das ist sowieso eine gute Pfarrei. Dass er vom Schlafzimmer aus in der Früh die Glocke geläutet hat. Da habe ich mir das angeschaut, das war die Corvette. Für 3.500 Mark mein erstes Motorrad gekauft. Hat mich dann ein Adler von der Seite begleitet. Und prompt ist der Flieger im Maisfeld. Als ich klimmen wollte, habe ich gemerkt, dass unter meinen Knien eigentlich nichts mehr war. Aber haben ganz neues Leben in Germering begonnen. Nachweisbar seit 1570. Wir lebten am Germansberg. Die Amerikaner blieben nur circa 2 Tage.
weil die waren etwas hysterisch, manche Frauen. Ja. Sondern wie können wir ein Problem, das da ist, nutzen? Ich steck auf die Seite und sagte, Franzl, mir schmeckt's. Germering ist für mich wie New York. Sonst bringt es nichts. Sonst kann ich nur Haare schneiden. Und vier Schuhe hingestellt, das waren unsere Tore. Und haben da. Putzfrau war verzweifelt. Und das tut dann als Filmemacher schon sehr gut, nach so viel Mühe. Die U-Bahnen in Rom gehen aber schlagartig die Türen zu. Ist nicht so wie bei uns. Mit dabei eine Audienz beim Papst. Und jetzt darf ich mich offiziell Superhausmeister nennen. Es gibt nämlich immer wieder was zu tun an dieser alten Dorfkirche. Das Attentat war gegen 5 Uhr früh, diese Geiselnahme. Wir haben Kapelle, Vatikana, Ding und so. Wir popst das, wir popst raus, Blätter auf den Kopierer, Aktenordner wieder rein. Und mitten in dem Concours geht mein Rock auf. Wie bereut. Für mich ist der Lehrerberuf immer noch der schönste Beruf. Ein Beruf, der ja da wochenlang Maibaum wachen. So waren wir dann vom strengen katholischen Dorf zu einer weltoffenen Stadt. Und diese Airline liebte unser Gepäck. Das heißt, wir sind nebenbei haben die Kinder auch noch Hunger. Was dann irgendwie unter Pfaffenhofen Rathaus war dann hier die Eingangstür. Die beste und schnellste Mannschaft damals war SV Germering. Und da meine Eltern Musiker sind, habe ich angefangen, meine eigene Musik zu machen. Und da haben wir gemerkt, dass die Ökumene schwieriger geworden ist. Und Germering ist dabei für mich eine Stadt, die sich mir langsam ins Herz geschlichen hat. Und Freund an der Stelle mal einen Nagel eingeschlagen hat mit dem. Also wir sind 5-maliger Weltmeister waren da in Österreich. Sehr, sehr, sehr traurig und ganz geweint mit meinem Bruder. In die Partnerschaft mit Balaton Fürth. Lauter Porträts von Dachauer Häftlingen eben gemalt. Und, für mich machen nämlich die Menschen in Germering den tatsächlichen Charme hier aus. 101 Germeringer. www.101germeringer.de. Klingt doch super. Ja.